So, hallo und herzlich willkommen zu meinem vierten Video mittlerweile von Fog of Love. Einmal ein komplettes Spiel durchgespielt, ich und Dave als mein fiktiver, reeller Mitspieler. Und wir sind jetzt im letzten Kapitel, in Chapter 3. Danach kommt das große Finale, aber das ist quasi nur so ein bisschen die Schlusswertung, sage ich mal. Die Karte drehen wir jetzt um, falls das das erste Video ist, das ihr guckt. Ich habe schon ein Video gemacht zur Charaktererschaffung, das sollte man sich auf jeden Fall angucken, weil da werden schon relativ viele Spielprinzipien verdeutlicht. Ich habe schon das Chapter 1 gezeigt, das Chapter 2 jeweils relativ ausführlich. Hier wurden 6 Karten gespielt, hier wurden 12 Karten gespielt und jetzt kommt dann schließlich ne, das dritte. Danach kommt noch mal ein extra Video zum Fazit. Mal gucken, wie lang das wird. Und ja, das ist jetzt die große Frage. Is your love unconditional? Das ist hoffentlich nur ein Rechtschreibfehler. Ne? Eigentlich muss es heißen, is your love unconditional? Ne? Chapter beginning. Things are getting more rough. How deep is your love? A. My love is unconditional. You must discard one story ending card. You may not discard unconditional love. Oder B. I will never stop trying to do my best. That's all I can promise. Und you must discard one story ending card. Wenn man matcht, dann gibt's plus 4 Satisfaction für beide. Und da wir das Spiel ja ganz gut verfolgt haben, lege ich den hier. Dave legt den und da ziehen wir hoffentlich beide an einem Strang. Und ich habe jetzt A aufgedeckt, ne, weil ich will die Unconditional Love Card auch gar nicht abwerfen, möchte die auf jeden Fall behalten. Und Dave hat auch A genommen. Er hat die schon gar nicht mehr auf der Hand. Ne, Dave hat hier nur noch die beiden Karten. Die eine wurde ja vorhin schon revealed, die ist also immer offen. Das heißt, er wirft jetzt die andere ab. Ich sehe das auch gar nicht. Also Equal Partners wirft er ab, das ist nicht mehr sein Ziel. Er möchte nur noch sich selbst verwirklichen in der Beziehung. Das heißt, seine Siegbedingung ist jetzt, dass die Beziehung bestehen bleibt. Das passiert ja auf jeden Fall. Seine Balance bei allen Zielen, die er erreichen muss, ist 4 oder mehr. Und er hat insgesamt 30 hier Satisfaction in der Beziehung und dann gewinnt er. Das heißt natürlich jetzt, er hat schon das Ding hier auf jeden Fall erfüllt bei Curiosity. Bei Discipline, da muss er sogar noch einen drauflegen, weil er muss das ja individuell haben und nicht nur shared. Das heißt, da braucht er noch irgendwas. Und bei hier Intense, da ist er auf jeden Fall auch locker drüber. Das heißt, das schafft er eigentlich auf jeden Fall. Ich habe zwar in manchen Foren gelesen, dass man nie weniger als 2 von diesen Story-Ending-Cards haben kann, aber das steht hier nirgendwo. Ich habe es auch in der Regel nirgendwo gefunden und überlesen. Vielleicht ist dieses Einstiegsszenario, aber sonst wird es eben auf dieser Karte hier nochmal draufstehen, so gemacht, dass man am Ende in der letzten Runde wirklich nur noch eine Karte über hat und darauf dann spielen muss, wodurch es wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger wird. Wenn man 2 behalten könnte, wäre es vielleicht auch ein bisschen zu einfach. So, ich auf der anderen Seite, ich darf ja Unconditional Love nicht abwerfen. Das heißt, ich werfe dann Equal Partners ab und habe jetzt nur noch die Unconditional Love auf der Hand. Das heißt, mein Ziel ist es auf jeden Fall, 4 bei Sincerity zu haben. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen was drauflegen. Und mein Partner möchte gerne 40, muss 40 Satisfaction oder mehr haben. Das schaffe ich hoffentlich. Da muss ich also immer mich selbst ein bisschen dafür aufopfern, dass er das schafft. Und ja, hätte ich, ne, das habe ich komplett vergessen, dass ich ja sogar 4 haben muss. Da hätte ich in der letzten Runde, glaube ich, noch ein paar mehr Einserkarten, also von dem Sweet-Stapel ziehen müssen. Weil da, glaube ich, relativ viel bei ist, wo man hier noch irgendwo hochgehen kann. Mal gucken, ob ich da noch rankomme. So, wir hatten aber auch beide das gleiche, das heißt, wir kriegen beide plus 4 Love, damit bin ich bei 25, Dave ist bei 27, das ist schon mal ganz gut und, ne, wie gesagt, 8 Karten spielen wir jetzt und wir ziehen jetzt nur noch Karten vom roten Stapel und ich fange wieder an, spiele die erste Karte und ich kann jetzt diese Triple Rainbow Karte spielen, das ist auch wieder eine Location, ein Ort, ne? Amazing, I didn't think this could even happen, 3 Rainbows from the same point, just where we stand. Na, each secretly selects a card from his, her hand to give to the other. Also jeder sucht sich eine Karte von seiner Hand aus, gibt die dem anderen, wir tauschen den gleichzeitig und die nächste Karte, die wir ausspielen, hat einen doppelten Impact on Hearts, also die Herzen werden einfach verdoppelt. Vorher können auch die Karten noch zur letzten Runde weg, damit wir nicht durcheinander kommen, wie viele wir jetzt gespielt haben. Also die legen wir jetzt hier oben offen aus als gespielten Ort. Ich gebe Dave jetzt diese Get a Tattoo Karte, weil es eine Choice for the Other und ich möchte, dass Dave die spielt, damit ich hier die Vorteile haben kann. Also bekommt Dave die von mir, darf sich die jetzt noch nicht angucken und er gibt mir dann diese Sex in the Outdoors Karte. Damit haben wir beide wieder 5 Karten und jetzt ist Dave dann dran, kann eine Karte spielen. Wie gesagt, die Satisfaction wird verdoppelt, je nachdem, also sowohl positiv als auch negativ. Und Dave hat auch verstanden, was ich ihm sagen wollte. Er spielt diese Get a Tattoo Karte, ne? To the other, I think you should get a tattoo with my name on, just so it's really clear how committed you are, ne? And how do you, the other, react?
Das heißt, in dem Fall ist es wieder eine Choice for the Other. Also Dave hat diese Karte gespielt, ich muss darauf jetzt reagieren. Und ich gucke mir hier unten nur die Symbole an und weiß im Prinzip schon sofort, ich nehme auf jeden Fall das hier oben. Und die Antwort wäre halt, ah, okay, good idea, I never love you and then that I would never leave you. Ne? Also gute Idee, Tattoo mit deinem Namen drauf, ich werde dich eh nicht verlassen, können wir also gerne machen. Und in dem Fall würde ich dann halt ein bei Curiosity hochgehen und ein bei der Aufrichtigkeit. Das heißt, da habe ich das jetzt schon mal fast geschafft. Und hier bekomme ich auch einen. Und hier steht noch plus 3 Satisfaction to the player of the card. Also jetzt in dem Fall sogar wirklich Dave. Und er muss das Honorable Exit, das ist eine Story Ending Card des Karten. Aber die haben wir in dem Szenario gar nicht auf der Hand. Das heißt, Dave bekommt jetzt 3 Satisfaction. Und da das ja durch den dreifachen Regenbogen verdoppelt wird, bekommt er sogar 6. Das heißt, er hat jetzt vorher 27 gehabt und ist jetzt bei 33. Das ist natürlich schon mal richtig gut. Weil für mein Ziel muss er ja 40 haben und da wird er jetzt hoffentlich auf jeden Fall hinkommen, außer er vergeigt es total. So, und ich spiele jetzt die Karte, die Dave mir gegeben hat, ne? Facts in the Outdoors. You're hiking and stumble upon a good spot where nobody would see you having fun. Probably nobody. Your eyes meet. What do you say? Da suchen wir uns jetzt auch gleichzeitig aus, ob wir, if I have no problem with it, if that would rouses you, also ne, wenn es sich anmacht, habe ich da kein Problem mit, oder absolut, es gibt mir einen richtigen Kick, zu wissen, dass wir erwischt werden könnten, oder auf gar keinen Fall sorge ich dafür, dass andere Leute mich vielleicht nackt sehen könnten, oder irgendwie, das ist absolut pervers, ich hoffe, dass du dann nicht ansatzweise daran denkst, dass wir das machen. Und wenn wir halt matchen, kriegen wir beide plus 2 Love, wenn nicht, minus 1. Und wenn einer D, das mit dem Perversing wählt und der andere nicht, dann verlieren wir beide 3. Aber auch das ist nach dem, wie es hier so aussieht, eigentlich eine relativ easy Choice. Das heißt, ich leg das und Dave legt den dahin. Wir öffnen die beide gleichzeitig, haben beide B gewählt. Ne? Es flasht uns total. Das heißt, wir bekommen beide jeweils hier und hier ein Marker dazu. Dave dann genauso. Also das wird in euren Spielen übrigens nie so aussehen. Außer ist ja wirklich richtig krass gut. Aber ich glaube, das kann wirklich nur funktionieren, wenn man dieses Spiel solo mit 2 simulierten Spielern spielt oder einem simulierten Spieler. Und dann gibt es noch plus 2 hier für Dave und 2 für mich. Und das war's. Damit haben wir 3 von 8 Karten gespielt. Wir müssen jetzt immer von Rot nachziehen. Ne, und Dave könnte jetzt diese Karte hier spielen, Arguments with Parents-in-Law, also ne, ein Streit mit den Schwiegereltern und man kommt dazu und weiß nicht wirklich, wer angefangen hat. Und jetzt ist die Frage, wie reagiert man? Hält man zum Partner oder hält man sich aus dem Konflikt raus? Und da ist auch wieder Choice for the Other, das heißt, ich müsste jetzt wählen und ich würde natürlich, wie man das von mir erwartet, als treusorgender Mann, ne, die Frau hier ist ganz schön herrisch, würde ich A wählen. Und würde halt zu meinem Partner stehen. Das heißt, ich bekomme dafür 2 abgezogen. Aber mein Partner bekommt dafür 2 dazu. Das ist natürlich gut. Und ich gehe aber leider auch noch hier ein runter. Wobei das eigentlich ja dem momentanen Trend entspricht. Also wenn ich irgendwie Trades hätte, die da hingehen würden, wäre das richtig gut für mich. Und dann ist auch die Karte weg. Und ich Dave zieht eine rote nach. Ja, und das geht jetzt wirklich relativ flott. Ich spiele jetzt morgen um 10, ne, bei Chance, you notice a strange message on your partner's phone, tomorrow at 10, you're out of town tomorrow, what do you do? Ne, das ist Nachricht, morgen um 10 und ich bin morgen gar nicht da, das heißt, wie reagiere ich jetzt darauf? Ich konfrontiere meinen Partner und fange quasi einen Streit an oder ich ignoriere das muss ein Fehler sein oder ich schreibe die Nummer auf und versuche rauszufinden, ne, wer das ist. Nimmt das auch ein Choice for the Other, das heißt, Dave muss das jetzt auswählen und Dave wählt auch wieder B, das heißt, er geht einfach hier in dem Bereich bei der Gentleness einen hoch, wobei das ist ihm absolut egal und mehr passiert nicht, man würde die Heartbreaker-Karte wiederbekommen, die ist aber gar nicht im Spiel, von daher ist das jetzt durch. Ja, und Dave möchte das Spiel eigentlich nur noch schnell rumbekommen. Das heißt, er spielt diese Psychologenkarte. Der Spieler dieser Karte kann sich ändern, wenn man zum Psychologen gegangen ist. Das wäre für mich vielleicht ganz toll, um dort noch ein paar Punkte zu bekommen. Ich möchte das aber nicht. Wenn ich das machen würde, könnte ich halt 3 Trades ziehen. Wenn ich das mache, muss ich einen davon austauschen, beziehungsweise Dave müsste das machen. Aber das wird gespielt und da steht, you may change. Wir changen nicht. Also haben wir jetzt 2, 4, 6 Karten gespielt. Das heißt, jeder von uns beiden spielt noch eine Karte, dann ist das Spiel zu Ende.
Ja, und ich könnte jetzt die Let Me Hold You Karte spielen. Relax, breathe in, feel the life force entering you, breathe out, feel all the bad memories leaving. Ne, also auch nochmal so ein Neustart. Und ich muss jetzt für eine Seite hier alle Choice Points entfernen für den anderen, was gar nicht schön doof ist, wenn die irgendwie alle perfekt passen. Ich nicht weiß, welche ich dann nehmen könnte. Aber jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, hier, ich nehme einfach mal den hier weg bei Gentleness. Dann ist der raus. Und ja, das ist jetzt in dieser Phase, spielt es überhaupt nicht schlimm, wenn man die irgendwie vorher hätte spielen müssen, dann hätte das schon dramatischer werden können. Ich bin auch übrigens gerade einen richtigen Zwängen, weil die meisten von diesen Karten, die ich hier habe, die sorgen, also hier könnte ich halt beim Partner irgendwie sneaken, was der für eine verdeckte Karte hat. Der hat aber gar keine Story-Karte verdeckt. Hier wird es überall nur Minuspunkte für uns geben. Hier wäre das gleiche, was ich gerade gemacht habe. Und auch hier wird es halt irgendwie nur schlecht sein für uns. Das heißt, da habe ich nicht so wirklich viel Wahl. Habe jetzt einfach die Karte gespielt, aber es war eh meine letzte. Jetzt kommt Dave nochmal dran. Ja, und Dave spielt jetzt nochmal diese Like Butter in My Hands Karte. Da kann man auch wieder den anderen verändern, kann auch Traits, muss auch hier wieder raten, wo irgendwie an dieser Personality Factors hingeht. Und wenn man das richtig rät, dann kann man das aufdecken und kann dann irgendwie ziehen und discarden und so. Aber steht auch wieder You May drauf. Also machen wir das mal nicht. Damit ist das Spiel zu Ende. Was ziemlich doof ist, weil ich hätte wirklich Karten von dem Stapel hier nachziehen müssen, weil ihr seht es schon. Mir fehlt hier einfach noch ein Choice Point bei Sincerity, um mein Ziel hier zu erfüllen. Aber das gucken wir uns gleich an. Jetzt ist dieses Kapitel vorbei. Wir haben 2, 4, 6, 8 Karten insgesamt gespielt. Das heißt, jetzt würden wir dann einfach zum Finale kommen und hier die Final Card aufdecken. Was wir auch mal machen. Wir decken sie auf. Happy Ending. The Final. How do you see your relationship? Na, jetzt ist halt die Frage, wie sehen wir unsere Beziehung? Das heißt, im Normalfall hat man eigentlich jetzt 2 Karten. Wir haben aber nur noch eine Karte. Wie gesagt, vielleicht kann es so sein, dass man noch 2 Karten überhaben muss. Dann müsste man halt, könnte man immer noch wählen. Aber so wie dieses Spiel gelaufen ist, haben wir uns schon relativ festgelegt. Das heißt, ich habe die Karte hier gespielt und Dave hat die Karte gespielt. Na, jetzt müssen wir uns eben die aussuchen. Das heißt, wir decken die gleichzeitig auf. Und bei mir würden wir jetzt sehen, okay, ich habe nicht 4 Sincerity, sondern nur 3. Das heißt, ich habe einfach verloren. Für mich war diese Beziehung jetzt nicht so toll. Was ganz schön doof ist, weil es richtig, richtig knapp ist. Weil Dave würde auf jeden Fall auf die über 40 noch kommen. Er hat zwar jetzt gerade nur 37, aber das wird sich gleich noch ändern. Der Rest ist auch erfüllt. Der Partner hat nicht die Beziehung beendet. Eigentlich ist alles gut. Mir fehlt nur einer bei Aufrichtigkeit. Das ist ein bisschen doof. Dave hingegen hat Self-Realization, das heißt, er muss bei all seinen Trade Goals 4 oder mehr Choice Points haben, er muss mehr als 30 Punkte haben und sein Partner darf nicht die Beziehung beendet haben. Und hier steht ja auch, wenn relevant, dann revealt man jetzt alle Secretly Played Story Cards und Trades, um halt rauszufinden, wie viel von dieser Satisfaction hat man genau und wie viele Choice Points hat man überall. Hier noch so eine Secret Story Card. Das ist I'm slowly starting a business. Da kriegen wir jetzt einfach plus 2 beide, weil die immer noch verdeckt ist und wir beide uns halt vertraut haben, die Geheimnisse gelassen haben und die Karte dann noch liegt. Wäre sie aufgedeckt worden, dann hätte der andere Spieler, also in dem Fall Dave, der sie entdeckt hätte, eine dieser Optionen hier wählen müssen, hätte dann dementsprechend die Punkte dafür bekommen. Hier hat es halt noch einen von diesen Sincerity Points gegeben, aber den hätte Dave bekommen und nicht ich. Also das bringt nicht wirklich was. Damit ist die Karte abgehandelt. Und jetzt würde man eben gucken, ich könnte anfangen, könnte sagen Perfektionist, ne? Eine Shared Balance von 5 oder mehr habe ich. Dafür gibt es nochmal 5 Punkte, das heißt, damit habe ich dann hier 32. Dann spirituell, da brauche ich ja 3 Aufrichtigkeit, Sincerity habe ich, dafür bekomme ich auch nochmal 5 Punkte. Warum 5? Weil es hier steht, wenn man irgendwas nicht erfüllt, kriegt man minus 2 Punkte. Das heißt, ne, dafür, ich habe das nicht gemacht, nee, gibt es jetzt 37. Und Shy, das habe ich nicht ansatzweise erfüllt. Das heißt, dafür verliere ich dann wieder 2 Punkte. Auf der anderen Seite kommt Dave. Das hier hat er dicke geschafft. Dafür bekommt er dann nochmal 5 Punkte. Das heißt, damit ist er dann bei 44 sogar schon. Das ist nicht schlecht. Ambitioniert ist er auch. Da ja, haben wir genau geschafft. Da sind wir bei 5. Da hätten wir nicht einen weniger haben dürfen. Das heißt, da ist er dann bei 49. Und dann schließlich noch das Letzte, dass er sehr intense ist. Das hat er auch geschafft, eine individuelle Balance von 3 oder more. Also bekommt er da hier nochmal so einen oder den Miepel hier drauf. Und ist dann bei 54 insgesamt. Das ist schon echt nicht schlecht. Ja, und jetzt gucken wir mal bei
Dave. Dave gewinnt auch nicht. Das ist ganz schön ärgerlich. Weil er hätte auch ein individuelle Balance von 4 oder mehr Choice Points for all your Trade Goods haben müssen. Er hätte hier 4 haben müssen. Individuell hat er nicht geschafft. Das heißt, hier deswegen, weil er da einen Punkt zu wenig hat, verliert er. Ansonsten hätte er alles geschafft. Er hat die Punkte locker. Er hat in allen anderen Bereichen mindestens 4, sogar noch viel mehr. Aber hier fehlt ihm ein einziger Choice Point. Das heißt, in dem Fall jetzt, in dem Szenario, scheint es ganz gut zu sein, relativ lange solche Einserkarten zu nehmen, weil da eben oft Karten bei sind, wo man eben einfach so ein paar Trade Points dazu bekommt. Und da sollte man eben, glaube ich, erst wirklich aufhören in Phase 1, also in Chapter 1 darf man eben nur von da ziehen. Und auch in Chapter 2 sollte man versuchen, sich hier noch hochzuarbeiten, um wirklich diese Bedingungen und Ziele zu erfüllen. Wobei man da auch eben manchmal noch gar nicht weiß, in welche Richtung sich die Story entwickelt. Und dann vielleicht, also hier in 2, aber auch gerade in 3 sind halt, glaube ich, auch viele Karten drin, mit denen man sich dann ändern kann. Das heißt, wenn man dann sieht, hier, das passt irgendwie alles nicht zu meinen Zielen, das nochmal versuchen umzumodeln, dafür nochmal extra Punkte zu bekommen. Also es ist nicht so ganz einfach zu gewinnen. Man muss eben wirklich gucken, wie ist die Beziehung, wie entwickelt die sich, wo gehen wir hin, was erwarte ich mir dann von der Beziehung mit diesen Story-Ending-Cards, und das ist, finde ich, schon extrem gut umgesetzt. Und das so, also ne, dieses wie so eine Beziehung wirklich auch in der Realität abläuft, dass man sich eben wirklich kennt, und auch in der Realität scheitern ja die meisten Beziehungen, ne? Also hier würde ich mal das Verlieren auch als Scheitern der Beziehung bezeichnen, auch wenn man ja eigentlich rein regeltechnisch zusammenbleibt, weil hier steht ja nicht drauf, dass man Schluss macht, das sind wieder extra Schlussmachtkarten, aber so eine unbefriedigende Beziehung, da würden wir uns wahrscheinlich 5 Jahre später dann trennen, weil es einfach nicht so das Gelbe vom Ei ist. Und dass man das wirklich gut hinkriegt, sich zusammenfindet und auch so, ne, wenn ich jetzt wirklich dieses Unconditional Love hinbekommen hätte, dann hätte das ja geheißen, dass ich eben derjenige bin, der sich total aufopfert. Und das, ja, ne, kann, gibt halt so Beziehungen, da kann das sein. Es gibt auch noch mit diesen anderen Storycards, gibt es eben noch den Heartbreaker, das heißt You Break Up, und dann muss man halt bei Aufrichtigkeit richtig weit im Minus sein, sonst zählt das nicht. Der Partner muss 15 Zufriedenheiten der Beziehung oder weniger haben, das heißt, man muss auch mal ein bisschen dagegen arbeiten, dass man da Punkte bekommt, und er selbst darf nicht Schluss machen, weil sonst wäre man kein Herzensbrecher. Dann gibt es hier noch The Dominant, also der Dominante, da muss man halt super unfreundlich sein. Der Partner muss 15 Zufriedenheit weniger haben als man selbst, und er darf auch nicht Schluss machen. Also muss wirklich halt in der Beziehung der Starke sein und auch, ne, nicht so nett sein. Und dann gibt es noch The Honorable Exit, also einfach das, ne, sich einvernehmlich trennen. Ne, the shared balance is opposing for all your trade goals. The shared balance is left while your goal is right and vice versa. Ne, also da muss man einfach, wenn das Ziel halt nach links geht, alles irgendwie die Mehrheit auf rechts haben, im positiven Sinne. Und wenn hier irgendwie, ne, bei Curiosity das ins Positive gehen sollte, muss man halt in der Summe im negativen Bereich sein. Dann hat man es geschafft, sich ehrenwert aus dieser Beziehung zu beenden. Oder wenn der Partner ein Heartbreaker ist, dann gewinnt man auch, weil dann will man eh die Beziehung beenden. Er tut so, als würde er jetzt hier Schluss machen, einem das Herz brechen und voll der Typ sein, aber einem selbst ist es eigentlich vollkommen egal, weil man wollte sich eh schon aus der Beziehung zurückziehen. Und das sind dann eben noch die weiteren Optionen, die man hat, wenn man dann das große Spiel spielt, wo man eben auch wirklich so ein bisschen dann bluffen kann und alles, wo man nicht genau weiß, in welche Richtung geht man, um wirklich rauszufinden, wie man da blufft, da muss man das Spiel, glaube ich, wirklich ein paar Mal spielen. Aber ja, das war jetzt erstmal nur das dritte Chapter mit dem großen Finale. Wie gesagt, wir haben beide verloren. Ich werde wahrscheinlich auch irgendwelche Fehler gemacht haben. Wie gesagt, wenn man hier so für 2 Leute spielt, da spielt man selten optimal. Und ich würde sagen, das war jetzt hoffentlich ein relativ kurzes Video. Ja, es dürfte relativ kurz gewesen sein. Und ja, dieses Video war jetzt wahrscheinlich ein bisschen kürzer. Darum, wenn ihr jetzt wirklich alle 4 Videos geguckt habt, dann seid ihr echt an dem Spiel interessiert. Dann habt ihr jetzt hoffentlich einen guten Eindruck davon, wie das geht. Wie gesagt, mit dem richtigen Gegenüber läuft das noch ein bisschen anders, wie das geht. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Fazit. Da sehen wir uns dann wieder.